Lukas, bist du so ein guter Radlfahrer, weil du da dein Feng Shui und dein Qigong und deine ganze Entspanntheit da aus deinen Menschen da herholst? Da nehme ich meine Balance her, meine Lebensbalance. Deine Lebensbalance? Genau. Komm her. Komm, ein Zentimeter noch. Super! Die Tesla cool. In zerrissenen Jeans um die Häuser ziehen, das kann ich mit keinem anderen. Das mit Partikelärm alle Nachbarn stören, das kann ich mit keinem anderen. Auf der Autobahn mit 300 fahren, sowas kann was links? Ich warum? 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 Rechts? Ja? Da das kann ich mit Das ist jetzt sozusagen der Start vom Trail. Da ist ein kleiner North Shore oder umgefallener Baumlein. Ja, genau. Und ich, der Lukas und ich, wir gehen jetzt den Trail quasi bergab. Wir zeigen euch sozusagen jetzt den Trail ein bisschen. Das Geilste da ist an sich der Boden, weil aber Ultra Grip. Und genau, dann gibt es da zwei Lines wieder. Da runter, da rechts mit so ein paar Wurzeln, sieht man jetzt von da nicht. Und da wieder so ein North Shore Element, das man eigentlich, ja, muss man nicht fahren, das kann man komplett springen. Ist jetzt leider schon, wie ich sehe, ein bisschen kaputt. Dann gibt es da einen Sprung. Und ja, dann geht es da weiter runter. Wir fahren es meistens nicht das Ganze. Wir ziehen meistens schon von da hinten ab und landen dann da unten. Kann man machen. Sieht man übrigens auf unserem Instagram. Ja, genau, da irgendwo eingeblendet. Dann, das ist eben die andere Line, von der man oben reinkommt. Da ist eigentlich so eine, ja, ein bisschen Wurzeln. Macht aber auch was. Dann springt man quasi von da, seine Seilen 5 Meter, 5, 6 Meter da in die Landung. So, dann gibt es da einen nicen Anlieger. Dann ein Sprung, der relativ sinnlos ist, meiner Meinung nach. Das ist jetzt so ein Sprung mit Aussicht. Mit Landung, wo man will, da unten. Den kann man richtig senden oder auch nicht. Da ist auch ein kleiner Absprung, den ist aber. Dem hat der Winter auch richtig zugesetzt. Man kann sich da hat man ja zwei Line-Choices, aber das ist alles ziemlich grob gerade noch, da könnte man geschickt. Dann geht es da weiter zu einem kleinen Rechts-Hip, aber die ist richtig klein. Oder da rechts, nur mit North Shore-Elemente, zeigen wir euch gleich alles. Und dann etwas, was noch nicht fertig ist, gibt es so ein North Shore-Element, wenn es nicht zusammenbricht. Das ist. Geh, Polly, geh weiter. Ist okay, geh. Ja, das ist für die Trailfahrer unter uns. Ah, ist cool, dass es sowas gibt. Und ja, der Lukas steht auf der anderen Line. Oh, da ist gut Erden weggegangen. Aber er geht trotzdem. Yes! Cheers! Geil! Yeah! Alter, du musst da mal auffinden. Das ist der Boy. Auf, Alter, irgendwas. Das ist der Michael Bugel, Instagram, blenden wir irgendwo ein. Ja. Und Stizia Streetfahrer in. Oh nein, überhaupt, kann alles. BMX, Mountainbike, macht alles. Instagram anschauen, lernen, ist verrückter Junge. Na, was hat gefunden aus der Wildnis? Wir probieren einmal den North Shore. Mir haut's fix, aber. Ich bin ja noch nie gefahren. So, erste Fahrt. Dem Lucky nach. Oh, ich sehe nichts. Okay.
bist du denn sprungst langsam? Der Hund fährt einen Scheiß. Du wolltest ja den Pugel in den Deppert zeigen, oder? Ja, aber hätten wir ja springen können trotzdem. Ja, erste Fahrt Chaos. Dann geht schon. Shit, Alter. Ich so, alles geshaped, passt. Die WM! Pugel, wie taugt's da? Ja! Sicker Scheiß! Skurt! Sebastian! 30 second bike check, go! I'm that young talent! What? Die Einschaltung! No! What? 30 second bike check, Pugel, let's go! Specialized the 6 trail 12. Yeah! Geile Scheiße! Geile Scheiße! Ja, yeah, echt geil! 26s! Kein Plan, Hauptsache fort! So, zweiter Run. Nehmen noch den Clip Gangster. Warte mal, Kamera! Oh, Scheiße! Alter, ich zieh einfach nix! Alter, ich hab nichts gesehen, ich bin aber abgebremst, kurz ein bisschen. Zweite Fahrt gemacht. Jetzt kurzen Zwischenstopp am Ghetto Step-Up. Der Luki ist der Einzige, der noch nicht gesprungen ist. Und vielleicht gibt's ja was Geiles zum Sehen. Ist jetzt zerlegt. Nein, natürlich nicht. So, jetzt fangst du da zum Regnen an. Deshalb überlegen wir uns, ob wir jetzt einen anderen Spot fahren. Ebental Trails. Und ja, schauen, ob das, wo wir den Regen entkommen können. Sebastian, danke für deine Guest Appearance. Folgt ihm auf Instagram. Super! So! Ja, uns hat leider das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sozusagen konnte ich euch meinen richtigen Home Trail, weil der ist direkt bei meinem Haus quasi, heute nicht zeigen. Aber wir haben versucht, dem Wetter zu entkommen und sind jetzt am Weg zur Area 1 nach Villach. Ja, vielleicht geht sich da noch easy, zwei, drei Runs aus. Kein Regen, der Boden ist trocken und wir sind jetzt bei der Area 1. In Villach. Sheesh. Skills Challenge. Oh my god. Okay. What? Ah! I saw with this. Oh, okay. Okay. No, that. Oh. G-Man. Ooh. Blind, einer, erste Fahrt, wir kennen nix. Boah, jetzt zieht ab, Alter. Wow! Wow, Alter! Alter! Mann, das gibt's ja nicht, Alter! Mann, Alter, ich hab einen Schlauch im Auto, aber kein Pumpen. Ich kann's nicht erklären, wie sehr genervt ich gerade bin. Das ist jetzt der zweite Tag hintereinander, dass ich jetzt schon wieder an Botch hab, oder Platten, wie man sagt. Ah! Vielleicht war ich einfach scheiße. Ja, die Jungs haben ja trotzdem Spaß jetzt und ist auch okay so, aber Schuld ist der Luki, weil er zu kurz gesprungen ist. Gib ihm. Oh! Manual Landing, let's go. Ja!
Okay, das war's für heute von den zwei Trails. Eigentlich wollte ich noch einen dritten euch zeigen, und zwar direkt den, der direkt bei meinem Haus losgeht. Aber durch den Regen haben wir die Pläne geändert und sind eben hierher gefahren, nach Villach. Und ja, bei mir leider frühzeitig beendet wieder mal. Yeah. Aber egal, die Boys haben richtig Gas gegeben. Und folgt ihr auf Instagram, Pugel, Lukas kennt ihr schon. Und ja, das war's. Und vielleicht bleibt ihr noch Zeit übrig, dass ihr auch die anderen Trails zeigt, die in der Nähe sind. Vielleicht aber auch nicht. Aber egal, danke fürs Reinschauen. Tschüss! Ja, der Vlog ist doch noch nicht vorbei, weil es ist jetzt irgendwie 9:30 am nächsten Tag von gestern, also auf heute. Und wir sind wieder da, weil ich gestern ja nicht fahren konnte und ich einfach Bock habe, wieder zu fahren. Und deshalb habe ich jetzt meinen Buckel geschnappt und habe gesagt, Shish, Session. Und ja, wir werden jetzt ein bisschen fahren, schauen, was so geht. Nachdem der Pugel gestern ja schon gesäscht hat. Geschischt. Und ja, Shish. Von dem her, Peace. Wir machen jetzt als erstes die zum Aufwärmen. Die Flowline, die wir aber auch noch gefahren sind. Boah. Alter, das ist aber... Der Boden! Boah! 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 Bist du? Ah! Der Boden ist aber so los! Boah! Geil! Jetzt machen wir als zweite Runde die Naturallinie. Natural? Ja, Natural. Dann die noch. Body, komm! Das ist so rutschig! Ah! Oi! Ah, es ist so rutschig! Ah! Ah! Abblind das Ganze wieder! Scheiße! Oh, ganz geil! Und, hallo erstmal! Schade da! Alter, ja. Boah, Vogel, du gestörte Sau! Geile Scheiße! Danke! So, ja, das war's jetzt wirklich mit dem Vlog, versprochen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim Pugel einer, Instagram irgendwo. Ja, so ist das, ich sag's euch, zu Hause, wenn man mit den richtigen Buddies biken und so, es geht nichts Geileres. Es gibt einfach nichts Geileres. Vor allem, wenn man sich überwindet, irgendwie was Neues zu machen, so wie jetzt. Ich meine, es war jetzt nur ein Flip, aber einfach auf einer geilen Stelle und der Pugel, die Dreier und Polly dabei und ich bin einfach super stoked. Und jetzt geht's ab zur Osterjause mit der Familie und Bier und Shit! Peace!